In dieser Serie geht es nur um Technik, aber Technik, die ich persönlich seit langer Zeit einsetze, die sich bewährt hat. Und zwar in der Praxis bewährt hat. Ich persönlich halte nichts von Vergleichstests, von Systemen und entsprechender Technologie. Warum? Weil wir in einem Status mittlerweile sind, wo die meiste Technik so gut geworden ist, dass die Unterschiede, im Promille oder teilweise auch nur, im kleinen Prozentbereich sind. Also in der Praxis nicht relevant sind, muss ich leider aus meiner Praxis heraus so sagen. Es gibt natürlich Ausreißer, die gibt es immer, aber im Grunde genommen ist eigentlich fast alles, was wir heutzutage kaufen, von einer entsprechend hohen Qualität. So, deswegen betrachte ich das Ganze aus der Praxis raus und täglichen Praxis und aus den Ergebnissen. Und die Ergebnisse sind wie bei vielen anderen bei mir Dinge, die entweder im Internet veröffentlicht werden oder auf Magazinseitengröße ausgedruckt werden in hoher Qualität oder wenn es hochkommt, als Art Poster oder Bild an der Wand erscheinen mit vielleicht 75-50, also vom Maßstab her. So, das ist also für mich der Qualitätsmaßstab aller Dinge. Wie arbeitet die entsprechende Technik und werden die Qualitätsmaßstäbe, die ich dort in den Bereichen habe, auch erreicht? So, das erste, was ich vorstellen möchte, ist ein Objektiv. Und zwar ein Objektiv, das bei mir sozusagen Brot und Butter Geschäft macht, nämlich Headshots. Und das ist ein 85mm 1.8 von Sony. Warum 1.8? Ja, ich bin in einem anderen Vlog schon mal drauf eingegangen, über den Wahnsinn sozusagen, unser tiefe Schärfenhype und so weiter. Der Unterschied in der Tiefenschärfe zwischen einem 1.8 oder 1.2 ist entsprechend gering. Schaut euch da mal das Video an zum Thema Tiefenschärfe und dem DOF Simulator, der euch da sehr stark helfen wird. Also wir sprechen hier von der Tiefenschärfe Offenblende bei einem Headshot von 2 bis 2,6 cm. Das ist auf gut Deutsch so gut wie gar nichts. Und ob ich da 2,3 oder 1,6 habe, macht sich nur in einem Punkt bemerkbar, und zwar negativ bemerkbar, und zwar ist die Schärfe des Auges und die Autofokusmöglichkeiten der Kamera und so weiter. Also wir sind da, ziemlich technologieaffin und verlangen teilweise auch von der Technik etwas, was schon ein bisschen hirnrissig ist. Sorry, wenn ich das so sage. Okay, schauen wir uns das Objektiv mal an. Ich hoffe, ihr könnt es hier erkennen. Ja, klassisch Sony, ne? Mit der entsprechenden Technik. Der Button, den ihr hier seht, also ich muss immer so ein bisschen gucken, dass ich das in die Kamera kriege, mit dem Umschalter von AF zu, also von Autofokus zu manuellen Fokus. Und der Button ist in der Hinsicht früher ganz interessant gewesen, damit kannte man früher den Eye-Autofokus von der Sony entsprechend einschalten, also man kann ihn frei belegen. Mittlerweile ist es nicht mehr so interessant geworden, weil mit dem neuen Update der Firmware das Ganze jetzt auch über die ganz normale Auslösetaste, ne? Also über den Auslöser funktioniert. Das ist das Objektiv, was ich weiß nicht, mittlerweile geschätzte, wie viele Headshots mache ich pro Shooting, mal hochrechnen, also 2000 Headshots mit Sicherheit gemacht hat. Also in den Größenordnung ist es. Interessant ist vielleicht, was ihr vorne seht, der ND-Filter, ne? Das ist ein Haida ND-Filter 6-fach. Warum baue ich den oder beziehungsweise warum ist der hier drauf? Ja, ich benutze dieses Objektiv, ich tue es mal wieder weg, hauptsächlich eigentlich im Bereich der Studiofotografie. Natürlich nicht ausschließlich. Ich benutze natürlich Outdoor, auch wenn entsprechende Porträts zu machen sind. Aber in der Studiofotografie mit Blitz. Und mit Blitztechnik brauche ich im Prinzip ein Objektiv, was auf der einen Seite geringe Schärfentiefe bringt. Das ist sozusagen Stilelement bei mir in den Headshots geworden. Und auf der anderen Seite eben auch die entsprechende Schärfe entsprechend besitzt. So, die Blitze im Studio, selbst die kleinen, die ich benutze, also auch das ist ein Vlog-Beitrag wert, warum man keine großen Blitze im Studio so unbedingt benutzen sollte.
Das liegt daran, dass eben zu viel Lichtmenge entsteht. Selbst bei der niedrigsten Stufe eines Blitzes ist eine 1,8 in Anführungsstrichen überfordert. So, also muss ich schon mit ND-Filtern arbeiten. Selbst bei den kleinen Blitzen, die man im kleinen Studio entsprechend benutzen sollte, ist das ebenfalls der Fall. Auf der anderen Seite ein kleiner Tipp: Man kann Headshots deswegen auch ganz gut mit Systemblitzen machen, ne? Weil die kann ich sehr gut runterregeln und die geben immer noch genügend Lichtmenge ab. Wie auch immer. Deswegen das 85 1,8 ist bei mir eben beim Headshot im Studio eingesetzt und ich zeige euch jetzt ein paar Ergebnisse und dann könnt ihr selbst entscheiden, ob dieses ja, Objektiv im praktischen Einsatz entsprechend ausreicht oder nicht. So, wir sehen hier schon einen extremen Headshot, ein Close-up. Warum extrem? Ja, oben angeschnitten, unten Schultern schon nicht mehr sichtbar. Das bedeutet, ich bin mit der 85 mm 1,8 sehr nah am entsprechenden Objekt, am Modell. Und da ist eben wichtig zu wissen, ich habe gerade eben von diesen 2,3, 2,6 cm gesprochen, umso näher ich rangehe, umso geringer wird die Tiefenschärfe. Die Distanz hat einen viel höheren Einfluss auf die Tiefenschärfe als die Blende. Dafür gibt es Formeln, dafür gibt es den DOF-Simulator. Schaut euch an. Also sehr, sehr wichtiger Punkt, das auch zu verstehen. Ich glaube, deswegen haben auch viele so ihre Probleme mit Headshots und dergleichen. Wie auch immer, also ich bin hier sehr nah dran und damit habe ich einen extrem geringen Tiefenschärfebereich. Man kann hier, glaube ich, ganz gut erkennen, wie gut auch der Eye-Autofokus der Kamera, der Sony A73 jetzt in der Form hier funktioniert hat und wie klar die Augen sind und wie schnell im Prinzip der Schärfenbereich in den unscharfen Bereich übergeht. Na, das ist also mit Absicht jetzt entsprechend so gemacht. Sowas ist schon der Extrembereich im Bereich Headshot und da zeigt sich natürlich auch die Qualität des Objektives. Aber viel wichtiger als die Auflösung und Schärfe des Objektives, da sind eigentlich fast alle schon extrem scharf heutzutage. Ob ich jetzt hier das 1,8er oder das 1,4er nehmen würde oder eine Fremdmarke in der Form, das ist noch nicht mal so der entscheidende Punkt. Der entscheidende Punkt hier ist die Trefferquote im Bereich Autofokus, die natürlich in solchen Bereichen, solchen Nahbereichen auch sehr schnell abnehmen könnte. Ich kann bei dem 85 mm 1,8 von Sony eigentlich nur feststellen, dass ich so gut wie keinen Ausschuss habe. Früher, als es den Eye-Autofokus nicht gab, hatte ich einen Ausschuss von, ja, sagen wir mal, 10 bis 20%, die eben nicht extrem scharf die Augen abgebildet haben, also bei solchen Close-ups. Aber mit dem neuen Eye-Autofokus und mit dem Zusammenspiel mit der Optik ist das eigentlich vorüber. Also ich würde sagen, der Ausschuss ist jetzt mittlerweile unter 1%. Und das ist schon ein sehr guter, ja, sehr gutes Ergebnis aus meiner Sicht. So, hier ein anderes Beispiel, mal entsprechend weiter raus, ne, damit auch entsprechend höhere Tiefenschärfe oder Schärfentiefe, je nachdem wie wir es betrachten. Die dürfte jetzt hier bei der Distanz schon einige Zentimeter sein. Obwohl ich immer noch bei einer 1,8 bin und auch immer noch ne, im Headshot-Bereich. Aber die Variation der Distanz macht doch sehr, sehr viel aus in der Form. Gut, auch hier sieht man ganz gut, eben die Schärfe auf dem Auge ist entsprechend gut. Ihre Augen sind so nebenbei bemerkt. Da ist jetzt kein Photoshop oder dergleichen, sondern das ist mehr oder weniger out of camera. Mit ein bisschen Kontrast und so weiter. Und man sieht aber hier auch, glaube ich, ganz gut die Farbränderung der Hautfarben von vom entsprechenden 85 1,8. Also da gibt es aus meiner persönlichen subjektiven Meinung nichts zu meckern. Aber ich bin genauso auch davon überzeugt, dass auch andere Objektive, ob jetzt das 1,4er von Sony oder auch Fremdobjektive, eine entsprechend gute Leistung bringen. Warum? Weil, ja, ich sag mal, der Farbmanagement und so weiter in zwei Bereichen interessant sind. Das ist einmal die Firmware der entsprechenden Kamera, noch nicht mal so sehr der Sensor. Und der zweite ist natürlich auch die ja, RAW-Entwicklung, also die entsprechende Belichtung, sorry, Bearbeitungstool, was ich entsprechend im Nachhinein einsetze. So, das waren jetzt zwei Beispiele. Ich werde jetzt noch so im Schnelldurchlauf ein paar andere Beispiele zeigen und hoffe euch, ja, zumindest in einem Punkt geholfen zu haben, dass ihr jetzt versteht, was das 85er zu leisten imstande ist. Und
Ja, man könnte vielleicht auch etwas Geld sparen, ne? Ein Verweis auf meine Webseite für diejenigen, die noch ein bisschen mehr Informationen haben wollen. Man kann dort eine ganze Menge, ich sag mal, entsprechend sehen. Es gibt einen Blogbereich mit dem Thema für Fotografen, wo entsprechende Blogartikel, Videos und so weiter in dem Richtung sind, was alles ja, Fotografen angeht und was Fotografen interessieren könnte. Es gibt einen Bereich für Modelle, der speziell für Modelle ist und entsprechende ja, Posing-Videos beinhaltet und dergleichen. Es gibt auch für Modelle das Thema Setcard, wo grob geschrieben ist, warum ich das Ganze mache, aber auch dann auch nochmal im Detail auf das Thema Headshot, Porträt, ne, wie ich es eben kennengelernt habe, auch mit Video. Und natürlich auch Polaroid und so weiter wird drauf eingegangen. Und dort findet ihr als Modell entsprechend viel unter Informationen. Wer was mehr über meine Person haben möchte oder erfahren möchte, der kann natürlich im Body of Work natürlich auch eine ganze Menge über meine Arbeiten aus der Historie, ne, und teilweise auch aktuell. Ich versuche es regelmäßig zu aktualisieren, aber manchmal dauert es Monate, bis ich dazu komme, entsprechendes hier zu finden. So, ich hoffe, das hat euch was gebracht und auch diese Informationen werden euch etwas weiterhelfen und wünsche euch viel Erfolg.